spielt ja noch. Dürfen wir teilhaben? Ja, mal gucken. Ja, hatte ich wieder mal. Schade, dass sich das nicht automatisch umstellt. Das ist immer so. Ja. Vergesse ich immer. Ich gucke aber auch zu wenig nach links, obwohl der Monitor direkt hier ist, aber nee. Ja, es geht mir auch manchmal so. Kommst du einfach nicht hinten ran. Nee. So, lass uns hier nochmal probieren, ob du hier runterkommst. Ja. Aber eigentlich ist ja wurscht. Eigentlich müsstest du ja egal wo. An sich schon. Abgang runtergehen können. Ja. Ich glaube, genau, das war nämlich der U-Bahn-Zugang, wo ich nämlich im Singleplayer dran gewesen bin. Okay. Ja, das war der definitiv, das weiß ich nicht, weil davon nämlich die Gleise waren und die Säule, das haut schon hin, ja. Okay, genau. Ja gut, dann. Vorhin ist, da hinten ist, glaube ich, ist das ein Fleischer? Nee, das ist ein normaler Dicker, ne? Einfach nur ein normaler Dicker. Normaler Dicker. Normaler Dicker. So, was haben wir hier? Pharmacia. Aua. Aua. Hi. Schneckche. Beruhigen Sie sich. Geh weg, geh weg. Beruhige er sich. Oh, Drecksack, ey. Klar, mit Dütze hier. Puh, da kam gerade ein großer, der hat mich erwischt, die Sau. Aber ich habe die Tür zugemacht. Mist, ich kriege ich nicht eingefangen, Drecksack. Oh, aua, oh, der hat mich aber eigentlich hart erwischt. Der hat einen guten Bums, der Sack. Wir können ja auch nicht durchschießen, ne? Das ist auch eben. Doch, ich kann ihn. Doch, treffen kann ich ihn. Ja? Hey, wo kommst du denn her? Ist der durchgebackt oder was? Nee. Durch den Tresen. An dem Tresen stand noch einer. Ja, der kam mir gerade hier in dem Raum entgegen. Also, in einem gewissen Bereich kann man ihn. Was? Die Tür ist kaputt. Ja, das Beschissene hier dran ist einfach, dass auch die Regale so viel Platz wegnehmen. Also, du triffst da nicht. Ich hab die ganze Zeit auf die Regale geschossen, ey. Du hast nämlich das Beschissene hier, das hatte ich mir auch schon mal. Hier war ich nämlich auch drin im Singleplayer. Das hat mich auch schon geärgert. Bist du denn weg? Was ist los mit dir? Take all. Close. Hier ist noch ein Grieche. Achso. Ein Grieche? Ein Grieche? Ein Grieche. Ein Grieche. Ja. Hier gibt's ja auch. Uns alle. Grieche. Ah, scheiße, das ärgert mich mit der U-Bahn. Ja, das ist jetzt echt kacke. Ah. Das ist natürlich wirklich scheiße. Ja, wie gesagt, da kann man echt nur hoffen, dass das irgendwie durch einen Bugfix behoben wird. Sonst können wir uns das Spiel leider schenken. Das muss man einfach so sagen. Ja. Weil Horde für Horde spielen ist zwar ganz nett, aber... Ja, gut, aber... Letztendlich spielst du dann nur hier an die rum, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist ja auch nicht so, auch nicht so geil. Da stand ja noch ein Stück schon. Baust zwar ein bisschen noch ein wenig mehr aus und machst alles, aber... Ja, aber das, du willst ja auch irgendwann... Ziel des Spiels ist es ja, von der Insel zu entkommen, also... Richtig, ja. Und das kriegst du ja anscheinend nur durch dieses Funkgerät, was du bauen musst. Ich denke mal, dass es ein Bug ist. Ganz gnadenlos. Wo bist du eigentlich, sag mal? Ich hatte 400 Schuss, jetzt habe ich noch 51. Siehst du? Ich sag doch, baller nicht so viel rum. Wie konnte das passieren? Ich nehme mal mein Katana in die Hand. Besser ist das. Gonzo, das ist das. Hier ist das sowieso im Chat was ganz anderes. Was ich ganz lustig finde, ist, dass hier die Zombies, wenn man sie einmal weggemacht hat, dass sie auch wegbleiben. Das ist schon ganz cool eigentlich. Das stimmt. Ja, da sieht man auch, dass es dann wirklich darauf ausgelegt ist, dass das Spiel irgendwann vorbei ist. Weil theoretisch hast du irgendwann alle Zombies gekillt. Ist richtig, ne? Wobei es ja noch riesen Locations gibt. Da gibt es ja auch irgendwie noch Atomkraftwerke und was weiß ich. Also da geht es, glaube ich, auch nochmal richtig ab. Ja, ja.
Ich meine zumindest, das Atom sah zumindest aus wie ein Atomkraftwerk. Ich kann mich auch irren. Ich weiß es nicht. Okay. Katana, Katana. Volles Zoom-Zombie. Krass. So, dann tut mir noch ein bisschen. Das ist ja jetzt echt schade, ey. Das ist echt ein Mist, weil wir keinen Meter weiterkommen. Nee. Finde ich jetzt echt ein bisschen bescheiden. Nicht schön, nicht schön. So, komm. Ein paar Bacon-Scheiben, komm. So, mal hier gucken, noch ein paar Stofffetzen. Schade, schade. Ja, wirklich schade. Ist auch nicht, da müsste man vielleicht mal nachgoogeln, ob es da allgemein Probleme gibt oder. Stimmt, es kann sein, dass es da vielleicht Erfahrungen gibt, ja. Stimmt. Auf ihn! Na, wie wir hier mit den Katanas durch die Gegend rennen. Ich staune ja schon, wenn du die mal richtig anschaust im Gesicht, sehen die schon ganz schön räudig aus, ne? Naja, aber das finde ich ganz cool gemacht. Gut gemacht, ja. Auch realistisch gemacht, sage ich jetzt mal, also wenn man sich so Zombies vorstellt. Ja, das stimmt. Eben nicht so eine 0815 Zombies, das ist schon cool. Ja. Vor allem auch die Variation ist auch ganz gut gemacht. Das stimmt, ja. Also es gibt echt schon ganz viel verschiedene, ja. Ja gut, dann ist unsere nächste Mission, die Insel komplett von Zombies befreien. Oha. 3 Milliarden Zombies noch ausknipsen. Da ist die Tankstelle. Uhu. So. Junge, Junge, du siehst auch, als ob du mir da mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen bist, ey. Pfui, Spinne. Da unten ist auch irgendwo ein Metzger noch. Da links unten. Ja, lass uns sonst erstmal die kleinen Zombies weglöten. Bevor es nachher zu viele Zombies werden. Das wäre ungünstig. Nur das Geschrei zum Ende ist nachher so ein bisschen überflüssig. So, ja. So theatralisch irgendwie. Ja. Völlig überzogen. Ah, Plastikstück, Stück Gummi. Oha. Soll ich dich kurz allein lassen, oder? Stück Gummi. Nö, ach. Momentan nicht, ich bin noch nicht so. Okay. Wenn es näher dunkel wird, dann kann man wieder mal ein bisschen. Okay. Ach, so, jetzt aber. Entscheiden. Lalala. Schade. Ach, da steht er schon. Ja, da hätte man wunderbar heute so ein bisschen was schaffen können von der Story her. Muss man tatsächlich mal abwarten, ob das jetzt die Tage noch ein Update gibt. Wie viele Teile sind das? Ich glaube 5, oder? Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe mich noch nicht belesen. Ist wesentlich nett. Jetzt wollte ich mir in den Arsch schießen. Ha! In your face, bitch. Der ist ganz schön schnell unterwegs, der Typ, ey. Oh, ich sehe es wieder kommen, ey. Ich hab gleich wieder so ein Ding im Kopf hängen, ey. Okay. Wessen? Oh, Fleischer Heinz. Bei dir oben, oder was? Hier ja, 10 Meter vor mir. Und bei mir unten auch gerade. Was? Meiner ist tot. Okay. Dafür habe ich noch 10 Schuss. Oh, ich habe noch 134. Das ist der Springer wieder. Muss wieder aufpassen, ey. Bleib doch da. Geht's, oder? Weiß ich noch nicht. Sag Bescheid.
bin hier nur am Werfen hindern erstmal. So, ich bin leer. Er auch. Sehr gut. Hatte ich einen Säckel noch da? Ist ein Säckel. Muss ich schon sagen. Hat er nur schon einen Säckel fallen lassen? Hi, Mädels. Wupp, wupp. Wollen wir tanzen? Oha. Die hat gut gefressen gerade. Oh, auch da kam der Kopf entgegen. Ah. Sushi. Wo fliegt denn die Leiche hin? Geil. Die Leiche ist gerade ein bisschen durch die Gegend geflogen. Ja. Jetzt liegt sie da und zappelt. Ja. Die ist noch willig. Die Chance, ja genau, die Chance müssen wir noch nutzen. Ja, ich weiß nicht. Ich möchte nicht wissen, in einem Ernstfall, wie viele das tatsächlich ausnutzen würden. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ja. Wenn du wenn man schon mitkriegt, was es für perverse Menschen gibt, dann definitiv. Oh, aua, das hat weh. Au. Oh. Also 100%, ich so gerade bei den, ich sage mal, bei diesen gerade frischen Zombies. Ja. Da gibt's garantiert, und ja, das gibt's garantiert jetzt schon, also ich meine, also nicht wegen Zombies oder so. Aber ja. Ich sag mal so, es gibt ja durchaus Situationen, wo sich bestimmte Personen nicht mehr so richtig wehren können. Ja. I know what you mean. Insofern gibt's da garantiert etliche. Absolut, absolut. Es gibt ja alles Mögliche, das ist ja das Kranke, ne? Also, ja, ja, natürlich, klar. Aber ich meine sowas wie zum Beispiel Koma-Opfer oder sowas zum Beispiel. Ne? Mm, ja. Oder halt, naja, frisch. Kann ich nicht. Frisch von uns gegangene. Ja, nee. Das finde ich so ein klein wenig, nee. Aber glaub mir, das gibt garantiert genug, die das toll finden. Ja, natürlich, natürlich, absolut. So. Gibt auf jeden Fall ordentlich Loot hier, du. Hey, da kommt die nächste, Schnuggi. Bleib doch hier. Komm, der Onkel hat Schokolade. Komm. Hat's auch hinter dir. Hinter sich. Loot, Loot, Loot. Loot, Loot, Loot. Wo ist Sun mehr denn? Ganz da hinten, okay. Okay. Boah, du bist ein lecker Brandopfer hier. Alles nur Raben hier. Ich brauche hier so Sperlinge, brauche ich. Sperlinge. Ganz klein Viechers. Jo. Okay, Junge, du hast einmal daneben geschlagen, ne? Zweimal daneben geschlagen. Ich schaue es gern zu, Fräulein. Bleib doch mal hier. Oha. Ey, man, die sieht ja noch gut aus, also. Okay. vor uns ist nochmal ein größerer, also einer von diesen komischen weißen Runnern oder keine Ahnung, wie die heißen. Ich habe auch keine Munition mehr, also. Okay, dann lassen wir es vielleicht bleiben. Ja. Könnte schwierig werden. Haben die sich gerade geprügelt da vorne, die zwei? Möglich, geh nicht zu nah ran, sonst kommt er nämlich gleich, dein Nasenbär. Einen Bolzen habe ich noch. Ja, es bringt ja nicht allzu viel dann auch. Ich habe 91 Schuss, das reicht zwar. Ich meine, da könnte ich ihn zwar mitkriegen, aber. Ja, aber das, ja. Aber dann wäre das ja wie 91 Schuss, ich verbrate für nix. Richtig. Zwei Bolzen, jawohl. Krass. Na, Bolzen habe ich noch 51, mit denen schieße ich gerade nicht so. Ja, verdammt. Ich hole mir mal hier ein paar Äste. Wo befinden wir uns eigentlich? Ach, ganz hier oben. Ach, ey. Ja, im Singleplayer habe ich noch weiter im Norden, ganz im Norden gebaut. Okay. Da war der Name Programm. Hannibal Nordisch zieht seinen Weg, bitte. Was? Warum? Ich habe noch keinen hier aufgegessen. Ich sorge nur für klare Verhältnisse hier. Mehr mache ich gar nicht. Echt. Außer sind die an Überzahl, also das ist unser gutes Recht.
Wir sorgen dafür Gleichgerechtigkeit. Hallo. Ups. Huch hier. Leckety leck leck. Also manchmal stöhnt das schon ein bisschen fragwürdig, ne? Ja, gut. Vielleicht war in seinem früheren Leben, war er vielleicht mal irgendein Darsteller. Wenn ich hier den Busch gerade so schlage und er sagt dann yes, oh, mm. Ach so, ich wollte schon sagen, der Zombie. Ich wollte schon sagen, hey. Meiner. Oh ja, mm. Dein Busch. Dein Busch? Dein Busch redet mit dir? Ja. Okay. Hande würde ich mir Fragen stellen. An der Stelle. Welcher Busch? Wessen Busch? Wessen welcher Busch? Hey, du. Du da an der Ecke. Ich hab was für dich. Also entweder schimmelt die schon oder da war ganz schön heiß gerade eben. Also, Schwierig. Er weiß, er weiß. Aber die hat Netzstrümpfe an. Oder die war auf den Grill gelegt, eins von beiden. Die Zombies wollen alle nur kuscheln. Ja, ja, ja. Aber die übertreiben es dann ja immer gleich so. Richtig. Vielleicht hätte man ja gar nichts dagegen, wenn sie mal kuscheln wollen. Aber die wollen ja immer dann gleich noch ein bisschen eskalieren. Warum sind die eigentlich nur noch weibliche Zombies? Was, wie nur weibliche Zombies? Also bei mir sind nur noch weibliche Zombies. Ich bin hier auf dem Weg. Aua. Die hat mich geschlagen. Unfreundlich. So, dann gucken wir doch mal hier. Guten Tag. So, und dann läuft er wieder zurück. Ja, ja, das ist ja... Ja. Richtig Ziel. Wolfilein! Und da hinten, was ist das? Da ist doch gerade irgendwas gerannt. Was, ein Bär? Nee, Wolfi, Wolfi, hinter dir! Junge. Zack, gleich weg mit dem zweiten Schlag oder ersten Schlag. Ach, das ist ein Wildschwein, oder? Das ist ein Wildschwein, ja. Riesig, dieses Schwein ist. Ja, die wehren sich aber zum Glück auch nicht. Die kannst du auch wegballern. Die wehren sich. Außerdem brauchen wir die, außerdem brauchen wir die auch, glaube ich. Ach, stimmt. Doch, die werden sich doch. Beziehungsweise er kam doch angelaufen. Also er kam angelaufen. Nicht, dass er es geschafft hätte, aber... Er hat versucht. Er hatte die Chance. Ja. Er hätte die Chance gehabt. Gibt auch einmal großes Fleisch übrigens. Oh, okay. Also schon gut. Ja, schon nicht schlecht. Die haben uns zum Fressen gerne. Ja, das auf jeden Fall. Ja, diese Gewalt auf der Mattscheibe. Ja, komm. Ja, das ist keine Gewalt, das ist einfach ein bisschen rotes 1 und 0 ist das. Rotes 1 zu 0? Hab ich auch 1, nicht 1, 1 und 0. Ach, 1 und 0, ach so, ja. Das ist einfach nur, ja. Das ist ja kein echtes Blut. Also keine echte Gewalt. Keine echte Gewalt. So, ich probiere es einfach nochmal. Ubana. Ja. Die erste Stufe ist er runter und dann hat er mich verarscht. Ja. Ja, ich muss das mal nachgoogeln. Ich kann mir gut vorstellen, dass das irgendwie ein Bug ist. Ich hoffe es. Also ich hoffe es wirklich, weil das wäre echt schade, wenn wir hier abbrechen müssten. Absolut, ja. Ja, so viel Arbeit. Ja. Na, so gut. Viel investiert in diese Zombies. Genau, so viel Munition verballert, so viel Blut vergossen. 1 zu 0 vergossen. Huch, da läuft ein Hase. Halt, Hase, dich brauche ich doch. Ach, verdammt. Irgendwas stimmt mit Hasi nicht. So. Eiskalt in den Rücken geschossen. Ich muss sagen, hier ist nicht mehr so viel los in der Stadt, ne? Komisch. Alle schon heimgegangen. Alle wahrscheinlich schon irgendwo anders, ja. Hier. Haben wir irgendwas nicht mitgekriegt? Ja, ich denke auch mal, irgendwie haben die wahrscheinlich keinen Bock mehr. Nee. Das heißt, wir können damit anfangen, die Stadt wieder aufzubauen. Ja, so. Guck einfach mal hier rein. Schnüffhasi. Neue Schuhe. Oh, da hinten kommt noch einer. Entschuldigung. Ja. Lass das. Ich habe nur noch ein halbes Leben. Das ist aber ungünstig. Ja.
Oh, du hast ja Snickers noch dabei, die Heil-Snickers. Die Heil-Snickers, ja. Ich glaube, du hast einen Sperling. Sperling! Sperling mal wegkniften. So, Entschuldigung. Take. Ist das ein Sperling oder kein Sperling? Sperling? Sperling. Bist du ein Sperling? Du bist ein Sperling. Geflügelfleisch und Sperlingfeder, das ist gut. Jawohl. Bist du ein... Nee, du bist nicht. Okay. So, geht's hier noch weiter? Öpen. Öpen, hallo! Oha, die hat die Bluse schon halb offen, die junge Dame. Hallo. Oh, die hat es drauf angelegt. Oder ist das die Fettwulst? Das kann natürlich sein. Das ist ein bisschen... Ja, das ist von beiden etwas. Falsch interpretiert ist. So. Ach, du kannst rüberspringen, du Sack. Hallo. Kommst du denn her? Du Penner. Alter, hat mich voll gerammt, die Sau. Ach, du kannst rüberspringen. Wie er sich feiern lässt. Wie er sich feiern lässt, ja. Sack. So. Die haben hier auf jeden Fall keine Schuhe mehr. Toll. Danke für nichts. Ja, Herr Gonzo, das ist dann halt ein mutiertes Warzenschwein, Wildschwein, sonst was Gedöns. So, was hier? Brauchen große Schweine. Also, was ich aber cool finde, ist, dass du eigentlich so gut wie in jedes Haus hier rein kannst. Oh Gott. Ja gut, aber dafür sind die Häuser selber relativ nackt, ne? Also da ist ja... Ja, das stimmt wohl, ja. Also du findest da halt ein paar Kisten mit ein bisschen Munition, ja. Ein bisschen Stein, ein bisschen Holz vielleicht noch oder was, und dann war's das auch. Also, die Inneneinrichter schon ein bisschen mehr Arbeit sich machen können. Ja, das kommt vielleicht noch. Ja, ich denke auch. Vielleicht. Oh, uiuiui, oh, aua, aua. Was ist mit dir? Oh Mensch, du dreckige olle Zippe, du. Aua, Alter, was ist denn los? Alles okay bei dir, oder? Noch, ja. Oh, noch mal Snickers mal reindrücken, vorsichtshalber. Ich guck mir gerade eine neue Wohnung hier an. Ja, bald sind genug Wohnungen frei. Sind ja jetzt auch schon genug Wohnungen frei. Deswegen. Da wohnen zwar noch welche drin, aber ich habe gehört, die ziehen bald aus. Ja. Der Nachmieter. Puh. Hier steht aber ordentlich was drin, du leck im Arsch. Da sind auch viele. Hallöchen. So, nee. So. Also Erdgeschoss ist nicht so schön eingerichtet. Gucken wir mal oben im ersten Stock, ob es hier schöner ist. Oh Gott. Hm, ist auf jeden Fall heiße Mutti hier. Die lächst schon die Zunge nach mir. Hau ab. Mach doch mal Messerchen an hier. Ja, ich stehe hier ungünstig. Ich schlage immer gegen die Wand. So, was mit dir? Oh, das ist der Hässliche wieder hier. Der Springer. Nein! Es gibt so. Oh, jetzt kommt noch eine Rennerin. Okay, ich bin mal kurz draußen. Tschüss. Oh, die hab ich doch ganz gut im Griff, die Zombies. Jawohl. Mensch. Du bist so hässlich, ey. Snickers! Leck! Nicht gut, nicht gut, nicht gerade, nicht jetzt. So. Weiter geht's. Lauf doch nicht weg, ich will dich verkloppen. Hier bin ich, Mutti, komm ran. Snickers und Waffe. Nein! Nicht getroffen. Kommt der denn jetzt einfach her? Aua! Oh, erwischt. Puh. Ein bisschen Blut vergossen hier. Oh. Die Bewohner von dem Haus sind auch sehr unfreundlich hier. Ja, die sind überall unfreundlich hier. Die haben sich irgendwie abgesprochen, glaube ich. Oh. Finde ich nicht okay. Nö, okay, finde ich das auch nicht. Was willst du machen? Außer sie abschlachten. Oh Gott. Das ist fair genug, finde ich. Mensch.
Aber auch schon mit der Klinge und den Kopf direkt gegen den Stein. Das sah natürlich schon nice aus. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Was sah schon? Ach, jetzt auf einmal seht er mich. Wollt ihr mich verarschen? Tschüssikowski. Komm doch her. So, seid ihr dumm oder schlau? Oh Gott, ihr seid schlau. Du bist ja nicht eine Ente? Nee, du bist keine Ente. Ich würde sagen, du bist eine Ente und uhust. Uhu. Uhu. Vielleicht ist eine Uhu-Ente. So. Das kann natürlich sein. Ja, so, geh mal drauf, da unten. Ja, gehst du mal drauf da unten? Ich hab dich doch schon dreimal getroffen. Also hätte ich treffen müssen. Was ist denn los? Naja, so ein komischer kleiner Kriecher-Zombie, der irgendwie mir so ein bisschen auf den Piss geht gerade. Unfreundlich. Hä? Also was hier? Jetzt aber. Meine Güte. Er wollte sich auch bitten lassen. Und da rollt ein Kopf. Wir rollen hier die ganze Zeit Köpfe entgegen. Ich glaube, das. Der Kopf muss ab. Oh, was bist du denn für einer? Ich glaube, dich baller ich mal lieber mit einem Sturmgewehr weg. Du siehst mir ein bisschen unfreundlich aus. So. Haben wir hier noch was Schönes? Nee. Okay, so. Easy. Was? Hm. Mensch, moin! Oh, ich habe Munition gefunden. Das ist ja schön. Jetzt habe wieder 60 Schuss. 66 Schuss, jawohl. Da siehst du. Die halten 3 Minuten. Ja. Könnte sein. Wenn überhaupt. Kommt auf den Gegner drauf an, aber ja. Wenn überhaupt. So, wo bist du denn eigentlich? Ich bin hier in so einer komischen Lagerhalle, die ich mir gerade mal angucke. Die sah interessant aus. Ich sehe dich nämlich nicht mehr. Ja, ich kann es dir gleich sagen. Ja gut, vielleicht auch nicht, weil ich konnte jetzt nicht beschreiben, wo ich konkret bin. Warte mal. Ich bin in der Stadt, genau. Wenn du hier in der Stadt, ich weiß nicht, was du schon aufgedeckt hast, wahrscheinlich nichts. Also nicht den Bereich, wo ich jetzt gerade bin. Wenn du die Karte aufmachst, relativ gerade, ist ganz oben, es geht so eine Schlängelstraße nach oben zu so einem einzelnen Gebiet. Ich sehe es. Ja, da bin ich. Ich eile. Oh, ein Fuchs. Oh, du Sau. Da ist nichts dran, da ist auch nichts dran. Ach, jetzt sehe ich deinen Namen wieder. Warum komme ich jetzt hier nicht hoch? Achso, jetzt. Ha! Was ist auch noch da unten? Nein! Ha. Hä? Wo willst du hin? Haha, du wolltest springen, ne? Haha! Kannst dir mal denken, Magga. So. Wo geht's hier rein? Auf der anderen Seite. Du musst einmal jetzt hier einmal komplett die Halle lang und dann ist da der Eingang. Umlauft ihr denn alle weg? Ihr seid nicht los hier. Nö, jetzt nicht mehr. Schon ein paar Leute ausgeknipst. Oh, der hat mich jetzt aber ganz schön verarscht hier. So. Komm her. Du bist aber ganz schön. Ich hab dir das Gesicht abgekammelt bei der, ey. Ja, das kommt dir öfter vor. Ja. Hallo. So. Na, komm mal ran. Hey, dich kenne ich. So, Fadi, willst du auch noch mal ein bisschen was auf der Kloppe? Die sich alle anschleichen. So, nehmen wir gleich. Ui, das ist so ein Prügelheini. Uiuiui. Ui. Okay. Ihr habt's auch nicht drauf, ihr Spacken. Oder krieg ich jetzt nichts auf die Fresse, da glaubt man dran. Hey, hier, Maga, komm mal raus, da. Ich will dich dezimieren.
Zwei Schläge, ich bitte dich. Komm mir nicht mit so einem Scheiß. Zwei Schläge. Als ob. Schläge. Ich bin froh, dass die ganzen Kanister hier nicht in die Luft fliegen. Die ganzen Gasflaschen. Ja, das stimmt. Das wäre etwas ungeil, muss ich zugeben. Glaube ich. Hier ist ja nichts. Hausgemachter Apfelkompott. Oh. Oh, lecker, Frank. Lecker, lecker, lecker. Oh. Apfelkompott ist. Ich sehe nichts. Oha. Hey. Beruhigen Sie sich. Ja, so, hier lief doch gerade eben noch einer. Ich habe doch hier noch einen rumlaufen sehen. Nicht, dass hier gleich ein Schlachter steht, dann habe ich aber Geburtstag. Schon die Hexenjagd hier, ey. Klein wenig, ja. Ja, wir haben hier nichts zu tun, wir müssen ja so viel killen. Der Tag ist lang. Oh, nur Strand. Wir können ja leider nicht flüchten hier. Das wird uns ja leider nicht gegönnt. Nee. Müssen auf ewig hier bleiben. Ja, oh. Für immer. Nein! Nein! Wir haben die Waffe noch nicht mal komplett aufgewertet. Also, wenn das mal der Fall sein sollte, eines Tages. Ja. Dann hacken wir die alle mit einem Schlag weg. Ist echt so. Ja, gut. Hm. 18 Uhr erst. Ja, das ist problematisch. Das ist problematisch. Oh. Und davon, hier sind wir doch gekommen. Also, nee, hier sind wir nicht, aber. Ja. Kommen wir hier rauf? Oh, come on. Huch. Warte, ich will mit. Haube! Ach, ja, das sind die Dinger, die. Das auch. Das. Sie schüttelt nur mit dem Kopf. Ja, tut sie das? Bei mir macht sie gar nichts mehr. Willst du sie mitnehmen? Ich glaube, Tauben brauchen wir. Ach, da liegt sie bei dir. Bei mir liegt sie hier unten. Ach so. Nee, bei mir liegt sie hier. Ach so, nee, jetzt ist sie auch weg. Okay. Okay. Aber bei mir lag sie jedenfalls woanders. Das sind die Türme, die mich so ein bisschen an Mist erinnert haben, wo der Scharfschütze draufsteht. Okay. Das, hä? Hier ist irgendjemand. Hallo. Wo auch immer. Kann auch sein, dass da unten steht. Ich glaube, der steht ja, wahrscheinlich. Ach, hey, jetzt geht's auch die Treppe hoch. Hey, bleib doch mal. Warum gehst du jetzt hoch? Wenn ich einfach ignoriert hier, das geht mal gar nicht. Der legt sie erstmal hin. In Stücken. So, 5, 6. Stück. Gut, dass es hier in dem Spiel noch keine Stamina gibt. Ich glaube, da hätten wir so schon richtig Probleme gekriegt in der Zwischenzeit. Allein durch die Katana-Einsätze schon. Stimmt wohl, ey. Interessiert noch keinen. Na, es kommt eines Tages, kommt das noch. Ich will das nicht beschwören. Davon gehe ich aus. Und vor allem die Leiste da drunter mit diesen Muckis da. Ich weiß gar nicht, was die aussagen soll. Ich habe keine Ahnung. Weil das sieht ja mit den Muskeln so ein bisschen nach Stärke aus, aber ja. Ja. Ja, ist das vielleicht irgendwann dann mal die Stamina vielleicht dann zum Schlagen oder so. Keine Ahnung. Ja, vor allem ist es doppelt gemoppelt. Einmal das Kreuz oben als Gesundheit und nochmal das Herz da drunter. Das macht eigentlich keinen Sinn. Ja. Eigentlich. Eigentlich müssen. Schwein! Die Sau! Ach. Müsste das Herz eigentlich ein Männchen sein, das läuft oder so? Das ist eigentlich nur für die. Oh, Frank, klingt aber lecker, doch. Klingt wirklich lecker. Ja, gut. Ich würde sagen, mal so ganz gau. Entweder gehen wir jetzt nach Hause, so langsam. Ja. Und speichern erstmal ab und lassen es erstmal dabei sein. Belassen wir es erstmal dabei, weil. Pff, ja. Wir können ja nichts machen. Also außer Zombies schlachten, aber das ist ja nun auch irgendwie. Ja. Auf Dauer. Nicht das Wahre. Ach, wir kommen wieder zurück zur Street. Jo. Ja, Zwiebeln und Knobi müssen sein. Das klingt aber echt gut. Zwiebeln und Knobi. Was? Knobi und was? Knobi und Zwiebeln. Hier steht gerade so ein paar. So eine Art Rezepte. Oha. Du brauchst aber danach keinen Besuch mehr einladen.
Nee, aber das muss sein, das ist gesund. Ja, das schon. Scheiße. Auch leck mich doch. Scheiße. Schade. Ich hab's nochmal versucht, aber nein. Leider nein. Nee. Also wie ich schon sagte, entweder ist es tatsächlich ein Bug oder vielleicht ist das Safe Game auch nicht kompatibel. Das wäre natürlich der Worst Case. Das wäre natürlich ärgerlich, ja. Das wäre natürlich wirklich ärgerlich. Dann könnte ich nichts machen. Nee. Aber es hat die letzten Male auch gut funktioniert. Also ich meine, die letzten Male haben wir ja auch mal Updates gefahren und immer wieder neues Safe Game und das ging eigentlich, aber... Vor allem, es funktioniert ja alles. Es funktioniert alles bis auf die Uber. Komisch. Ja. Kann man nur die Hoffnung haben, dass vielleicht, dass die das vielleicht erstmal rausgenommen haben, weil die U-Bahn vielleicht ein bisschen buggy war oder sowas. Hm. Auch möglich. Dass sie die erstmal gesperrt haben. Ja, das wäre auf jeden Fall ärgerlich. Aber das muss man halt nachgoogeln, das ist echt schwer zu sagen. Ja. Aber ansonsten ist hier auch nicht mehr so viel los in der Stadt. Nee, bin ich, ne? Also die scheinen alle irgendwie ausgeflogen zu sein. Keine Ahnung, wo die hin sind. Also kann man... Irgendwo eine Veranstaltung, wo die hin sind oder so. Ja, das kann natürlich sein. Sind bestimmt alle in der U-Bahn und warten. Ja, da sind wirklich einige. Inventar ist voll. Ach, du Krall. Oh, ja, hier ist noch ein bisschen was los auf der Straße. Ja, ich habe ja auch noch gerade eingelegt. Es ist sowieso gerade dunkel, das passt eigentlich ganz gut. Ich würde sagen, wir gehen gleich zurück, wenn wir noch ein bisschen umgeschlachtet haben und dann beenden wir das, glaube ich, an dieser Stelle erstmal, weil. Pff. Nee. Hack and Slay ist zwar ganz, ganz nett, aber. Das machst du einmal und danach weißt du aber auch, ja, kannst nicht mehr viel machen. Und dann vielleicht hoffen, dass in der Zwischenzeit Updates kommen. Das ist dann wieder funktioniert, ja. Wäre schon schön. Denn es hat ja schon funktioniert, also es kann eigentlich nicht sein. Ich wollte schon sagen, jetzt kam ich gerade runter, aber nein. Ne? Ich wahrscheinlich genau das gleiche wie du, eine Stufe runter und dann... Genau. Ein, zwei Stufen runter und dann war es das, ja. Leider. Hm. Unsichtbare Mauer halt. Scheiße. Ja, schade. Vor allem, wir hätten noch so viel Zeit gehabt, wir hätten sicherlich noch ein zweites, drittes, viertes, fünftes Teil. Ne, zweites haben wir ja, ein drittes, viertes, fünftes Teil noch holen können. Bestimmt, ja, bestimmt. Das hätte gepasst. Da war nicht gut dabei. Absolut. Aber leider nein. Bist du schon auf dem Weg nach Hause oder wo turnst du rum? Ich sehe dich nämlich gerade nicht mehr. Ja, ich bin auf dem Weg nach Hause. Ich habe gedacht, du wärst hinter mir, aber. Nö, ich war hier hinten noch irgendwie zugange. Oh. 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 Was heißt oh? Mir ist gerade ein Reh ins Katana gelaufen. Ja, natürlich, rein zufällig. Ja, ich wollte nur den Busch wegschlagen und dann stand das, ist das Reh da reingehüpft. Oh, hier sind tatsächlich noch ein paar mehr. Moin! Jetzt mein Inventar voll. Oh. Das ist aber blöd, ich komme jetzt hier gerade nicht raus. Mist. Ich krieg gerade so ein bisschen auf die Fresse hier. Warum? Oh, ja, weil ich hier beschissen stehe, dass ich das. Oha, da stehen aber noch einige Zombies. Ich eile. Nö, brauchst du nicht. Ich muss nur erstmal ein, zwei Zombies wegkniften und dann geht das auch. Dann komme ich auch hier raus. Mir fehlt dir nur gerade die Zeit, mich umzugucken und zu schauen, wo ich hier rauskomme. Ach so. Na, lass uns mal nach Hause. Ach so. Scheiße, hier komme ich auch nicht raus. Ach, das ist so die blöde Ecke da hinten, ja. Wo du komplett einmal außen rum musst. Ja, sieht so aus. Ah, da komme ich lang. Okay. Bleib doch mal hier. Ja, ja, ist ja gut, Zombie. Als ob. Ihr wisst doch, was da mit den anderen passiert ist. Ach komm, dich mache ich noch. Okay, du willst es wissen. Na gut. Aua. Bettelt ja förmlich. So, gute Nacht. So, ich hab ein bisschen was auf die Schnauze gekriegt, aber naja, es geht. Sehr gut. Sag ich da lang? Ich geh da lang. Da bist du ja. Ach, guck mal, wer ist denn da? Hallo. Was siehst du, hier kommen wir ja auch munter raus. Sehr schön.
Ja, das ist echt schade, 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 schade. Das hat alles so gut funktioniert. Ja. Ich meine, ich würde zwar nicht sagen, dass wir dann das Funkgerät fertig gekriegt hätten, aber wir wären schon weit gekommen. Ja. Wo? Was wo? Nee, Fuchs. Wolf. Ach doch, Fuchs. Wolf. Fuchs. Fuchs, Wolf, Wolf, Fuchs. Oh, wir müssen noch ein ganzes Stück laufen. Wir sind ja gerade mal an der roten Flagge. Nein! Was? Voll? Ja. Mal gucken, ob ich noch was mitnehmen kann von dem Krams. Guck grad. Na, ich glaube, take all. Oh, nicht wirklich, mein Inventar ist nämlich auch voll. Ja, ich guck gerade mal, ob ich irgendwas hab, was ich entbehren kann. Entbehren? Beschrei es nicht. Entbehren? Sag doch sowas nicht. Ja, eben. Ja, du ja auch. Ja. Ich niemals. Oh, ein Bär. Oh, welch Zufall. Ein Wildschwein. Ein wildes Schwein. Ja, dann nicht. So. Den wollen wir hier. Hier müssen wir hoch. Ah, ich geh mal hier hoch. Ja, hier ist tatsächlich so ein Bärenareal. Also, ich würde das gar nicht mal so abwegig finden. Na toll. Die findet man immer gerne mal ein Bär. Na toll. Dann hole ich mal meine letzten 17 Schuss. Vorsichtshalber. Ja, ob das das wird. Ein Bärtinger. Ein Bärtigen? Der Bärtram. Bärtram, ja. Ach Mensch, ey. Ärgert mich so ein bisschen. Ja. Geht mir auch gerade ein bisschen auf den Zeiger. Schade. Vor allem, es ging ja ganz gut voran. Wir haben ja eigentlich die Häuser ganz gut weggekriegt. Ja. Wir haben auch gut Loot gemacht, so ist es ja nicht. Gut Loot. Gut Loot. Aber so geht das nicht. Es sei uns nicht gegönnt. Wahrscheinlich hat das Spiel gesagt, nee, die machen das zu fix, die schlachten sich da durchs Gebiet durch. Nee. Nee. So nisch. So geht das nicht. Sind wir endlich da? Gleich. Oh, jedes Mal. Juch, was habe ich denn nur gemacht? Habe ich irgendwas weggeworfen? Ich habe irgendwas weggeworfen. Nein, ich habe mein Gewehr weggeworfen. Hey, wieso habe ich mein Gewehr weggeworfen? Anscheinend. Scheiße, wo ist das Gewehr hingeflight? Nee, kann ich nicht. Hä? Er schreit mir schon wieder. Hey, ich habe doch eben Munition irgendwie weggeworfen. Oh, ich habe irgendwas im Hals, ey. Warum denn? Dann hol das auch raus da, den Scheiß. Ja, versuche ich, aber da habe ich gerade so einen Typen, der mir tierisch auf die Zwiebel geht. Scheiße, ich glaube, ich habe hier irgendwie Munition gerade verloren. Das muss ich mir nochmal angucken. Das sah so aus, als wenn mir so eine Munitionskiste irgendwo rausgefallen wäre. Okay. Lustig. Nein, lustig nicht, aber. Oder habe ich tatsächlich so viel Munition verballert? Ah, Hirschi. So, dann mal weiter ab nach Hause. Kommen die ganzen Typen hierher. Hallo. Oder hat sich gebückt, die Sau? Hallo. Habe ich irgendwas weggeworfen? Ne. Ich muss aber was weggeworfen haben, weil ich jetzt auf einmal wieder irgendwas aufnehmen kann. Okay. Frage ich mich aber, warum, wieso, weshalb? Ich habe über 400 Wissenschafts-, also Forschungsmaterial geholt. Gleich mal investiert. Was hast du denn dafür, welche? Wie geil sind die denn? Ich höre unsere Geschütze schon wieder ballern. Was ist mit dir? Lass das. Na, warte. Oh, ist das. Das ist nicht schlau. Oh Gott. Flammenwerfer. Oh Gott. Nee. Nee. Haha. Sperling! Ach, schade. Ach, sehr verdammt. Gut. Sperling! Immer dieser Sperling. Ich habe ihn gerade im Flug erschlagen. Das hat aber nicht
klappt. Ah, okay, komm. So, ich muss mir erstmal hier ausmüllen. Ja, auch wenn wir selber keinen Platz mehr zu Hause haben, wahrscheinlich. Stimmt. Ja, ist etwas voll hier. Also die Grundmaterialien zumindest, die Grundressourcen, ja, die müssen voll sein. Oh. Zack. So, Fleischi. Ja. Fleischi kann ich wegsortieren. Fleischi, Arschi. Hühnchen kann auch raus. Sperlingsfedern. Sperlingsfedern. Dückensreis hier. Achso, das habe ich auch falsch sortiert, ich Trottel. Dann kann das ja auch nichts werden. Dann kann das ja auch nichts werden. Komm hier schließlich hier rein. So, Felle. Ich weiß gar nicht mal, wo es hinkommt. Also erstmal noch ein bisschen forschen. Welche Katana habe ich denn einstecken? Ja. Researchen. Veteranmechanik? Was ist denn? Used to make a machine. It can be made on the crafting table. Okay. Ist Mechanic neu? Gab es Mechanic vorher schon? Mechanic? Mechaniker, nee. Battery kann man hier noch craften. Nee, Maintenance Kit. Das habe ich auch gesehen. Das habe ich auch vorhin gesehen. Was? Das ist neu. Meine ich doch, dass es neu ist. Das kommt mir gar nicht bekannt vor. Senior Engineer. Verstärker. Research. Research. Kann ich nicht hier researchen, verdammt. Research. Gut, dann lerne ich das doch noch das. Gott, ich habe so viel Zenital Müll, das ist Forschungsmaterial weg. Schön. So. Gedärme, Knochen, Felle, Federn. Allein 5 Crowbars. Was sollen wir 5 Crowbars? Ich sag also, ja, warum können wir das nicht wegstecken? Also nicht wegdingsen, ja, kaputt machen. Das stimmt wohl, ja. Würde Sinn machen. Aber mit Stoff können wir uns auch schon tot schmeißen. Wir brauchen mittlerweile fast für jedes Ding eine eigene Kiste. Das ja. Ja, es ist jetzt schon so, ja. Gut, aber mal dieses Sprechdingens können wir hier vorne mal reinpacken. So. Nägels. Zack. Ach Mist, jetzt habe ich es in die falsche Kiste rein. Ja, wir müssen unbedingt mal neue Kisten bauen. Ja, wo ist es denn da? Oh Herr. Viel too much. Viel too much. So, Research. Verstärker, Funkgerät. Research. Bionet Schaden. Zack. Sehr nice. Okay, Frank macht das. Achso, wahrscheinlich wird das sowieso nicht lesen können. So. So, dann habe ich hier noch Schwarzpulver. Das passt da auch nicht mal rein. Das ist ja lächerlich. Lächerlich! Warum habe ich ja jetzt noch eine zweite Armbrust dabei? Wo habe ich die denn mit eingesammelt? Ich habe doch gar keine mitgenommen. Ich habe auch noch eine. Warum habe ich noch eine Waffe? Das ist ärgerlich, ist das? Einfach nur ärgerlich. Absolut. Ach, Gießkannen kann man stacken. Ah, das ist ja praktisch. Das ist so gut. Das ist doch fein. Schwierig, schwieriger. Da sagst du was. So, erstmal ein Hähnchen essen. Ich denn das ganze Zeug auf einmal her, ey. Hä? Achso, das ist das Funkgerät-Ding, aber da war nicht ausgeräumt. Nee, das habe ich schon, ja. Habe ich schon rausgeschmissen. Das ist dann, wollte ich nochmal. Benzin. Jawohl, 510 Benzin mal kurz gemacht. Sehr nice.
Gott, oh Gott. Pride, hey. Sechs bearbeitete Leder. So, jetzt habe ich auch erstmal alles raus. Hier musste zwar noch die anderen Kisten teilweise mit voll Müllen, aber was soll man machen? Ob es werden ja, noch ein paar andere Kisten haben? Ist halt so, habe ich sonst gar keinen Platz mehr. Kaninchen. Wie viele Kaninchen haben wir? So. 2, 4, 4. Moin Morgen. Grüß dich. Hallo. Vergessen, ey. Plastik und Seil. Plastik, Seil. Was brauchst du gerade? Versuch gerade mal eine Kiste abzugraden. Ja, ich hatte aber irgendwo, irgendjemand hatte mal geschrieben, dass das gar nicht so viel bringt. Man soll die, glaube ich, nur ein bisschen Metall upgraden. Zwei Reihen sind noch dazugekommen. Oh, sieht aber noch nett aus, die Kiste. Ja. Aber das ist auch alles. Gut, zwei Reihen sind zwar nett, aber. Ich glaube, da bringt es tatsächlich mehr, wenn wir eine Holzkiste bauen, die noch auf Metall aufwerten. Ich glaube, das bringt am meisten. Ja? Weil es sind jetzt ja, 6 Reihen. Hm. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist bei den normalen Holzkisten, wenn man da eine Metallkiste draus macht, wie viel man da rauskriegt. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, von den Baumaterialien soll es insgesamt günstiger sein. Okay. Soll. Ich, keine Ahnung, ich habe das jetzt auch nicht vergessen. Ich, keine Ahnung. Ich weiß das auch nicht. Aber egal, Hauptsache, wir haben schon mehr Platz. Ja. Da nehme ich dann aber hier das Material gleich mit raus, damit das gleich dann wieder richtig sortiert ist. Als Öl. Oui, oui. Zack. Das wollte ich gar nicht. Das wollte ich. So, das weg. So. So. Ich würde aber sagen, dass wir uns vor der nächsten Horde noch ausloggen, weil dann können wir nämlich beim nächsten Mal machen. Ach ja, siehst du? Ja. Würde ich mal so sagen.